Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Ungarn auf dem Ungaroring. Es wird sehr, sehr spannend heute werden. Wir werden nämlich, ich habe ganz kurzfristig entschieden, weil das Getriebe sowieso im Arsch ist, dass ich alles austauschen werde und wir eine sozusagen Last-to-First-Challenge machen, obwohl es natürlich mit meinem Auto unmöglich sein wird. Unser Ziel wird sein Last-to-Point-Challenge. Ich denke mal, das werden wir schaffen. 4,3 Kilometer, 14 Kurven, eine DS-Zone, eigentlich sehr ungeeignet, um von ganz hinten zu starten. Aber wir werden es probieren. Ich hoffe aufs Beste. Und ja, jetzt mal natürlich das Qualifying, was ich euch gar nicht zeigen muss, weil es eh unnötig ist. Aber wir gehen jetzt direkt in die Startaufstellung. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Verstappen, Lewis Hamilton und Sainz, Perez, Ricardo, Bottas und Fernando Alonso, Ocon, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda und Gasly, Vettel, Magnussen, Alexander Albon und Guanyu Zhou, Stroll, Webber, Latifi und der Wissenschaftler. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Also, wir werden natürlich von ganz hinten starten. Hier sind wir in der Startausstellung und ich bin sehr gespannt, wie es dieses Wochenende in Zandvoort geht. Ja, losgehen wird. Aber jetzt hier mal unser Start. Wir werden auch meine Predictions und so weiter reden. Schaut gerne auf TikTok, auf Instagram vorbei und abonniert den Channel gerne. Lights out, 5 roten Lichter gehen aus. Mein Start war grottenschlecht, aber wirklich so miserabel. Ist aber nicht so schlecht, die ersten Kurven mal defensiv zu bleiben, etwas rein zu bremsen, die Übersicht zu behalten, das ist natürlich jetzt Ausreden für einen Schwachkopf, der den Start vermasselt hat. Aber hier in die erste Kurve rein können wir uns immerhin auf P17 vorkämpfen, auch wenn Albon aus der Kurve wahrscheinlich ein bisschen besser rauskommt, den müssen wir hier abdecken, aber es reicht mal, um 5 Plätze direkt in der ersten Kurve aufzuholen, das ist natürlich auch der beste Punkt, um die meisten Plätze aufzuholen. Und hier macht uns mal Vettel die Tür vor der Nase zu, aber war natürlich auch klar, weil er war vorne, ich kann da nicht überall reinhalten. Jetzt kommt eher so der Sektor, wo unser Auto nicht ganz so entwickelt ist. Sorry Vettel, das wollte ich nicht, deswegen auch hier. Ich bin da leicht hinten dran gekommen, das war aber Gott sei Dank kein Flügelschaden und auch kein Schaden für ihn. Habe ich mal kurz nachgeguckt, aber kein Schaden. Ja, das Ding wird sein, wo erstens mal müssen wir ein bisschen einen Undercut probieren vermutlich, weil es ähnlich wie Monaco ist. Es ist eine, alle kleben aneinander, aber keiner kann so richtig überholen. Deswegen müssen wir irgendwie was anderes probieren. Mein Ding ist auch auf jeden Fall, wir müssen uns schnell nach vorkämpfen. Boah, das war sehr spät gezupft. Aber es war keine Dive-Bomb oder so, wie manche glauben würden. Ich denke mal, das war schon noch okay. Auch Magnussen hat da nicht er hat doch nicht eingelenkt. Deswegen, glaube ich, denke ich mal, war das noch okay. 15. Platz. Ich meine, 7 Plätze in der ersten Runde ist okay. Ich meine, wenn man natürlich nimmt, dass ich gleich mal, 5 Plätze in der ersten Kurve hatte, waren das eigentlich eh nur 2 auf der Strecke und also im Renntrim. Und ja, natürlich, Punkt ist das Ziel. Wir haben dieses Jahr und in unserer Season schon viele, viele Punkte gesammelt. Jetzt mit Mark Webber hoffe ich mir natürlich auch ein bisschen mehr, aber der kann natürlich auch nicht aus Kacke Gold machen. Dass, wenn das Auto nicht passt, dann hilft der beste Fahrer nichts. Also ja, ich denke mal, natürlich, ein besserer Fahrer macht das Auto auch besser, aber wie es aussieht, kommt Mark Webber noch nicht ganz klar. Ich muss ihm da jetzt auch mal 3-4 Rennen Zeit geben, um sich ins Auto reinzufinden. Ich habe mir den Motorsport-Manager, by the way, gekauft, also den F1-Manager. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden da nächste Woche auf jeden Fall durchstarten. Ich möchte ein paar Videos mit euch aufnehmen oder für euch aufnehmen. Und schaut da unbedingt gern vorbei. Highlights und so weiter und auch kurze Ausblicke gibt es auch auf TikTok, wie immer, auf Tobi und auch auf IT-Gaming, die möchte ich nämlich auch wieder ins Laufen bringen. Wir sind da fast 1000 Leute und den einfach aufzugeben, das war eine scheiße Idee. Ich möchte auch unter anderem im Herbst einen Reaction. Ich habe schon einen Reaction King Account erstellt. Da wird nur reagiert auf viel Stuff. Also seid da unbedingt gespannt. Wir werden richtig auf richtig vieles reagieren. Aus der letzten Kurve sehr, sehr schlecht rausgekommen. Aber da sind unsere Probleme oder auch die Probleme, ja, der Setups. Ich hatte so viele Traktionsprobleme, gerade in den Trainingssessions. Also ich habe vieles herumprobiert, vieles ausprobiert, aber es hat nicht viel gebracht. Ich habe mich dann zu dem Entschluss, so ein Basic Setup zu benutzen,
nur ein bisschen die Frontflügeleinstellungen für die Strecke hier zu ändern, aber ja, viel gebracht hat es nicht, die Radstände, nichts hat irgendwie gepasst und deswegen ja, auch zuerst ein bisschen mit Setups vom Internet und so weiter, aber das hilft alles nichts. Es war wirklich eine Tortur hier, ein gutes Setup zu finden, was meinem Auto auch liegt. Ist wahrscheinlich auch meine persönliche, ach fuck ja, egal, ich habe mir dadurch keinen Vorteil verschafft, ist auch meine persönliche Note vermutlich, dass ich hier echt, dass ich hier einfach nicht, ich mag die Strecke nicht besonders. Die nächste Strecke ist dafür, ja, eine meiner Top 3 Lieblingsstrecken. Es wird nach Belgien gehen, aber hier mal, ja, zack, das war schon sehr spät drauf. Aber wenn du da innen den Körper rührst, die KI fährt nämlich außen und lenkt dann ganz nach innen. Und ja, das muss man, wenn man das, verstanden hat, denke ich mal, wir sind jetzt schon mal auf dem 13. Platz. Das ist gut, das ist aber nicht sehr gut. Und ich sehe auch, dass da vorne schon abreißt. Also, ich denke mal, Schumacher und Ocon sind eventuell noch drin, dann wird es schwierig. Dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Wir kommen zwar vom Tempo her ja mit, aber jetzt ist es nicht so, dass ich da hinten der Überflieger bin. Das Auto ist echt sehr schlapp. Ich meine, ich habe mir vorgestellt, dass der mehr Power jetzt dahinter. Also ich habe alles getauscht. Wir haben einen neuen Motor, neues Getriebe, alles neu. Und dennoch ist das Auto eigentlich ekelhaft zu fahren. Ihr fragt euch vermutlich auch, warum ich ganz hinten starte. Wir haben alles mit Plus getauscht, weil ich eben gerade in den letzten Rennen das alles überhaupt möchte. Hier gucken wir uns mal meine übermächtig gute erste Runde an. Wir beachten mal nicht so der Laune. Wir kommen richtig grottig weg. Ich denke mal, wenn wir den Start noch ein bisschen besser... Wow, da hinten leckt es ordentlich. Wenn wir den Start ein bisschen besser erwischt hätten, hätten wir vielleicht noch mehr Chancen gehabt. Wir kommen aber auch gut rein, haben eine schöne Lücke gefunden. Gerade Guan Yu hat uns ja echt viel Platz gelassen. Das ist natürlich auch gut, aber der Albon, dass der das so gut aus der Kurve rauskommt, das ist schon wow. Also, ich wollte mich dann auch hier gleich den Hamilton wollte ich da machen und mich an Vettel dranhängen. Der hat das aber schnell gemerkt und prompt die Tür zugeworfen, aber ich kann sie nicht verübeln, ich bin da selbst schuld, ich hätte ein bisschen anders mich positionieren sollen, das ist klar, da kann man Vettel auch keine Schuld geben. Die Berührung hier war jetzt nicht so schön, deswegen bin ich da auch direkt rüber gezogen auf diesen Beton-Wurst, den man ja eigentlich nie berührt. Aber ja, das war jetzt nicht so schön. Hier waren wir auch schon richtig gut an Kevin Magnussen dran. Und deswegen dachte ich mir auch da unten jetzt hopp oder drop, ich muss da jetzt reinhalten. Oder ich muss da jetzt da reingehen. Also sehr aggressiv in der ersten Kurve, in der ersten Runde. Und es war, ja, es hat aus dem Cockpit viel gefährlicher ausgesehen als hier. Das war eigentlich ein normaler Reinbremser. Wir sind in der sechsten Runde, haben nach vorne hin leider keinen Platz mehr gut machen können. Und deswegen dachte ich mir auch, ich wollte zur 6. oder 7. Runde reingehen. 7. ist aber auch schon Standardstrategie. Deswegen dachte ich, wir werden ein bisschen früher reingehen. Probieren, anders zu cutten. Wir haben ja nichts zu verlieren, versteht ihr? Wir sind von ganz hinten gestartet. 0 Punkte wären es sowieso geworden. Also werden wir jetzt vermutlich alles daran setzen, in dieser 1-2 Runden alles zu geben. Wir haben frische gelbe Reifen. Ich muss alles geben. 2,5 Sekunden ist eine Frechheit, ehrlich gesagt, Standzeit. Für das, dass ich Lille geschafft habe, 2,5. Ja, 2,2 bis 2,5 und dann 2,5 Standzeit ist schon sehr, sehr rotzig. Mark Webber ist letzter, aber wie gesagt, ich lasse ihn da echt Zeit. In Belgien, glaube ich, kann er ein bisschen glänzen. Auch Zandvoort und Monza könnten unsere Strecken werden. Gerade Monza, da sehe ich uns. Ich investiere immer gern in Pace. Und jetzt wird es interessant, die Leute vor uns in der Box, Albon, Magnussen, das ist genau die Gruppe, wo wir waren. Lille im letzten Sektor, ich habe gepusht, was geht. Fernando Alonso direkt hier vor uns rausgekommen. Ich weiß nicht mal, wo der Jung war. Also der war nicht vor Schumacher. Das bedeutet, wir könnten Glück gehabt haben, dass Schumacher und und Ocon sich ein bisschen gefeiert haben. Der eine Punkt wäre schon schön, wenn wir den mitnehmen könnten. Ne? Gerade bei so einem beschämten Rennen hier, also beschissenen Rennen, das ich auch jetzt persönlich, wie gesagt, nicht so sehr mag. Belgien liegt mir da 100 Mal mehr, wird aber richtig an Motorkomponenten gehen. Fernando Alonso pushe ich hier unnormal übers Feld, weil ich genau weiß, jetzt geht's noch. Wir haben die besseren Reifen nicht, aber im besseren Temperaturfenster. Und deswegen müssen wir hier an Fernando Alonso dranbleiben. Jetzt hier, wir jagen ihn hier durch diesen Schlingelsektor 2, wo echt ein perfektes Setup vonnöten ist, um überhaupt durchzukommen. Unser Setup ist jetzt zu lalala, deswegen haben wir doch gleich mal eine Zehntel verloren. Deswegen kommen wir aber trotzdem an Fernando Alonso dran und ich glaube, jetzt folgt gleich eines der legendärsten Überholmanöver, die wir hier in der MyTeam-Karriere 2022 gehabt haben. Habt ihr Bock?
auf den Manager, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin so hyped auf diesen Manager. Ich freue mich echt extrem darauf. Aus der letzten Kurve raus, grottig. Aber wir bekommen DRS, ERS ist on und im Windschatten und wir saugen uns hier dran. Und rechts, guckt rechts hin, Mick Schumacher und Ocon, die ja im Boxenstopp gegen Schumacher verloren hat. Und wir übernehmen hier den 10. Platz. Und ich denke mal, das wird auch unser Endstopp sein. Wir sind 3,5 Sekunden von Bottas weg. Hier noch einmal abdecken. Nur nicht zu viel, nur nicht zu hässlich werden. Und trotzdem hier gut abgedeckt, würde ich mal sagen. Und wir behalten den Platz gegen den El Matador, der richtig aggressiv hier reingegangen ist. Aber auch mit Rechten natürlich. Er ist einer der besten Fahrer, der komplettesten Fahrer noch immer noch. Auch mit seiner über 40 ist er echt ein toller Fahrer. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Im Windschatten klassisch hier mit ERS dran gerobbt, dran gearbeitet. Links haben wir dann Mick und Ocon und wir fahren da in der Mitte durch. Finde ich echt eines der geilsten Überholmanöver, so auch von der kompletten, vom Spirit her. Finde ich den echt gut. Auch hier haben wir nochmal ein bisschen rübergezupft, haben ihn aber auch Platz gelassen zum Atmen. Wie findet ihr das Überholmanöver? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wir sind in der letzten Runde. Es ist nichts mehr gegangen. Ich konnte zwar noch auf 1,1 Sekunden drankommen. Wir sind aber leider nicht ins DS-Fenster von Valtteri Bottas gekommen. Und so habe ich es mir ehrlich gesagt auch erdacht, dass wir, wenn wir den 10. Platz, ich hätte mir ehrlich gesagt den 7. oder 8. gewünscht, weil Ricardo mit Weiß, ich denke mal, aber das, wir sind nicht rangekommen, wir sind nicht ins Rennen reingekommen, am Ende haben die Reifen richtig abgebaut, weil wir halt zu früh in der Box waren und ja, wir hätten vielleicht eine andere Strategie wählen sollen. Wir sind Fahrer des Tages geworden, das freut mich natürlich, aber nur ein mickriger Punkt ist halt echt traurig. Immerhin, ja, konnten wir punkten, das ist mal wichtig und ja, das ist natürlich auch wichtig für die Konstrukteurs-WM. Ja, wieder mal gewinnt ein Ferrari und es ist wieder einmal Charles Leclerc, ich denke mal, der wird nächstes Jahr die 1 drauf haben. Wie viele Rennen der Jung gewonnen hat, das ist schon abnormal, muss ich sagen. Das ist echt nicht mehr schön und auch der Pace der McLaren, der macht mir ein bisschen Angst, weil der war in allen 3 Trainingssessions immer der Schnellste und im Qualifying dann auf 2 zu fahren, ja, im Rennen dann Dritter geworden, aber trotzdem, das ist ein Wahnsinn, wie schnell dieser Lando Norris war. Das ist die McLaren sind auf jeden Fall an den Red Bulls und an den Ferraris dran. Und ja, das wirft uns halt dann natürlich schon ja, hinter Best of the Rest, noch hinter McLaren zurück. Und das wird auf jeden Fall eine harte Entwicklungsphase noch werden. Aber ich denke mal, unsere Zeit wird noch kommen auf jeden Fall. Wir hatten ja schon ein paar Time to Shines. Gleich im ersten Rennen in Bahrain konnten wir richtig überzeugen. Falls ihr sehen wollt, wo wir unsere Time schon hatten, schaut gerne oben rechts vorbei. Wir haben da wirklich schon ein paar Sachen ja, erlebt, die echt Bock gemacht haben auf mir. Und hier haben wir dann, ja, die Frau, die anscheinend 10 Zwillingsschwestern hat dieses Jahr. Ja, kein Front on das Game, aber ich muss schon sagen, dass in manchen Stellen der F1-Manager schon, ich sage immer Motorsportmanager, sorry, dass der F1-Manager an manchen Stellen schon ein bisschen schöner ist, ein bisschen easier und auch ein bisschen von der Grafik her und von der Darstellung her ein bisschen mehr Mühe da drin steckt, obwohl das Game nur 18 GB hat. Ja, habe ich das noch nicht ganz so verstanden. Mit welchem Team sollen wir da reingehen? Ich wäre ja so für ein Mittelfeldteam, Alpine, McLaren, oder sollen wir den Ferraris zum Titel verhelfen, zum 17. Konstrukteurstitel und vielleicht sogar Leclerc zum ersten WM-Titel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mein Teamkollege wurde leider letzter und ja, Schumacher und Ocon haben da sogar noch gegen Fernando Alonso verloren. Ja, hilft dann doch, wenn man eine Runde vorher in die Box fährt. Ja, Norris ist sogar Zweiter geworden, okay, das habe ich nicht gewusst. Meine schnellste Rennrunde war nur eine Zehntel langsamer wie die von Charles Leclerc. Das hätte echt noch cool, wäre noch cool gewesen, aber von der Pace her waren wir da alle sehr, sehr zusammen. Auch Sainz und Perez, die hatten da die gleichen Pace, also die waren da auch nur ein paar Tausendstel langsamer. Also das war wirklich ein sehr defensives Rennen heute. Wir haben leider nicht die 10 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte verdient, ja, das habe ich natürlich vergessen. Warum 50.000 Schaden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil wir eben das Getriebe getauscht haben, dass es da einen Schaden hat oder einen Kohle, dass wir dann einen Verlust hatten. Keine Ahnung. 2,1 Millionen ging dazu. Die habe ich direkt in Aero investiert, weil wir da eben ewig brauchen, um Updates zu bringen. In Chassis sind wir echt weit hinten. Im Antrieb sind wir im Mittelfeld, aber Chassis ist echt sehr, sehr mau.
Antrieb sind wir eigentlich alle sehr zusammen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Die Woche wird hoffentlich noch ein Video kommen, wo wir dann in Belgien in Spa-Francorchamps fahren. Und ja, am Wochenende kommt natürlich wieder die Mega-Season und die Hotlap wird auch die nächsten Tage auf TikTok kommen. Schaut unbedingt gerne vorbei. Nächste Woche folgt dann auch der Motorsport, der F1-Manager, sorry. Bis zum nächsten Mal. Unser neuer Rivale, ja, der ist Hardcore, weil Checo Perez ist dann noch der Normalste. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Channel gerne und ciao.